Hallo und herzlich willkommen zu Landwirtschaftssimulator mit Carvon. Hallo. Ich muss mal Gas geben, sonst bist du gleich schon wieder voll. Aber die letzten zwei Reihen, oder letzte Reihe, nein, ich glaube die letzten zwei. Nicht mehr so viele Reihen, echt? Ist es nein, nein, geschafft? Nein, also maximal die letzten zwei. Ich würde sagen, wir schaffen sogar noch fast 10.000 wieder. Ja. Wir sind reich. Können wir schon den Kredit von zurückbezahlen? Schade ist, dass wir die Seemaschine jetzt nicht ausprobieren können, weil wir gerade kein Feld haben, das wir sehen messen und grubbern. Ja, das kommt dann. Erstmal müssen wir wieso noch ein bisschen was dreschen. Das stimmt. Feld 37 und 38. Ja, wo und den Raps da hinten, da steht auch noch was. Diese eine Ecke von dem Feld, kannst du mal auf Escape nachgucken. Okay. Ah, der Stüter, der schluckt gut. Der hat sich schon 100 Liter gegönnt. Ja. Aber ich glaube, das mittlerweile können wir das tragen. Müssen wir. Genau, müssen wir. Muss. Anders geht's nicht. Boah, ich finde dieses Lied, was gerade kommt, wieder mal so richtig schön gemütlich. Ich finde das immer klasse, wenn bei Landwirtschaftssimulator so richtig, ja, so richtige, ruhige, melodische Sachen kommen. Wie stehst du eigentlich zu GTA 5? Ich muss sagen, ich hatte noch nie selber ein GTA-Teil. Ich habe das immer nur bei Freunden gespielt und irgendwie, ich vermisse es nicht, seitdem ich das schon nicht mehr gemacht habe. Okay. Ich weiß jetzt auch nicht genau, was da so alles neu kommt. Ich glaube, ich werde es mir sicherlich irgendwann holen, je nachdem. Aber es ist jetzt kein Titel, wo ich sage, da warte ich drauf oder den mag ich überhaupt nicht. Also ich finde es cool, weil ich bin immer so ein bisschen realistisch, was Computerspiele betrifft. Also solange ich das nicht selber gespielt habe, kann ich nicht sagen, ob es gut oder schlecht ist. Und deswegen gefällt mir das immer, wenn GameStar zum Beispiel immer so ein bisschen einen Hype-Train losschickt, also immer alles hypen muss bis zum Geldnehmer und immer alles nur die Videos macht für ein Spiel, wie es bei WoW dort zumindest war oder jetzt eben bei GTA 5 war. Bei alle, ich habe mir jetzt heute haben wir das Preview-Video angeschaut von GTA 5 und man hört immer nur die positiven Sachen. Also ich habe schon öfter gelesen und gehört, also mehr gelesen und gesehen quasi im Internet, dass die Grafik gar nicht so gut ist. Weißt du, was überall gezeigt wird? Ja, ich glaube, das wird auch wieder Richtung Konsole orientiert sein, schätze ich. Genau, das ist es. Also, es wird ja hauptsächlich für Konsole entwickelt und PC ist ja dann immer quasi so die Portierung, was man davon kennt, was immer später kommt. Und deswegen, schon auch deswegen kann die Grafik nicht so mördergut sein. Sie wird nicht schlecht sein zum Beispiel, aber sie wird definitiv weit unter den Erwartungen sein. Aber halt eben das Hypen, das ist was, das verstehe ich überhaupt nicht. Wie manche immer schon so auf was eingestürzt haben oder wie Elder Scrolls Online, das ist auch so ein Hype-Spiel. Ja, ich glaube aber Elder Scrolls Online, ich glaube, das wird keine große Erfolgsgeschichte. Eben, das genau das wollte ich sagen damit. Warum so Elder, nur weil Elder Scrolls draufsteht, wird es nicht. Es hat ja schon mehr Spieler gegeben in dem Format, auch mit einem anderen Kampfsystem. Die sind alle gefloppt. Terra zum Beispiel. Oder Rappels. Raiders. Terra habe ich eine Zeit lang mal gespielt, weil eine Freundin das hatte. Terra war nicht schlecht, finde ich jetzt. Ich habe es nicht lang gespielt, ich habe es nur kurz probiert in der Beta-Phase. Und Terra hat mir, ja, es war dann unterm Strich war es nur 0815, keine Ahnung. Ja, ich weiß es auch nicht. Du bist, glaube ich, mehr auf dem Gebiet. Was gibt es eigentlich so zu Elder Scrolls Online zu sagen? Wie sieht das für dich aus? Meinst du, das wird ein gutes Spiel? Oder? Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also, wenn es Klick hat und wirklich ein bisschen, naja, gut wird, keine Ahnung. Das Problem ist einfach die Erwartungen. Da haben alle haben die Erwartung, das wird einfach genial. Es wird super, es wird bla bla bla. Es wird und beim das Spiel. Ja, wirklich. Und ja, das ist eben die Erwartung. Und je mehr als das gehypt wird, desto nur mehr sind die Erwartungen. Und ich bin mir fast 100% sicher und nagelt es mir auf der Aussage gern fest. Ich bin mir sicher, dass das nichts Besonderes wird, dass das nach einem Jahr wieder Free-to-Play wird oder wenn es nicht schon Free-to-Play am Markt kommt, weiß einfach, was willst du anders machen? Du kannst das einzige Spiel, was Online-Rollenspiel-technisch ist und ich wirklich sagen muss, das ist anders, ist EVE Online. Das kennen zwar vielleicht nur wenige. Ich kenn's nicht. Nicht? Nee. Okay.
Aber das Spielen, also ich spiele das aktuell nebenbei wieder, weil es einfach so genial ist, da kannst du machen, was du willst. Das hört sich blöd an und das hört sich auch Dinger oder was. Schaut euch da mal ein paar Videos an. Es ist zwar verdammt schwer, also ich glaube eines der schwersten Spiele, die ich jemals irgendwo gespielt habe, gerade für Online-Rollenspiel, aber das hat nicht dieses depperte Quest-System, dieses depperte Level-Aufsteigsystem. Also das hat echt nur Vorteile, das Spiel. Und ab einem gewissen Punkt kann man das komplett kostenlos spielen. Aber auch mit vollem Umfang. Also nicht, dass man jetzt Free-to-Play, es ist kein Free-to-Play, es ist ein Abo-Modell, aber man kann sich quasi man kann sich Spielzeit durch Ingame-Währungen kaufen. Okay, also was ich aber auch irgendwie bei Elder Scrolls oder ich weiß nicht genau, du bist da vielleicht besser informiert, ich glaube, die wollten das zum monatlichen Betrag verkaufen, oder? Also das war meine letzte Information, ja. Ich weiß aber nicht genau. Kannst du mich ganz... Freile. Gut. Aber ich weiß nicht, was da jetzt noch... Ich bin schon ein bisschen faul, dass ich mir das durchlese, weil ich mir schon immer denkbar, die ganzen Berichte, bitte, Gorge, werdet erwachsen, Kinder. Aber... Machst du da hinten mit den Raps weiter? Links da vorne, links ist Raps. Hier, wo wir vorhin gesät haben, da drüber, hinter den Bäumen. Ah. Da steht noch ein bisschen Raps. Okay. Die haben letztes Mal nur so ein Viertel, so nur drei Viertel oder so vom Feld gemacht. Okay. Raps geht nicht ganz so schnell voll, das ist dann wieder ein Vorteil. Also ich, wie gesagt, ich bin da ein bisschen faul, dass ich mich da informiert drüber, weil ich einfach glaube, dass das nichts wird. Also nichts wird, ist blöd gesagt, aber ich weiß nicht, warum man so eine Marke so ausschlachten muss. Elder Scrolls, seit ich denken kann, ist das Singleplayer. Da gibt es kein Multiplayer, da gibt es kein Coop. Sicher, Coop wäre super geil bei dem Spiel, aber einfach kein Multiplayer, also kein Online-Rollenspiel. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Und Online-Rollenspiel, wenn die das wirklich zum monatlichen Betrag machen, glaube ich, dass viele, ich sag mal, du siehst es wahrscheinlich auch bei deinen Videos, deine Hauptzielgruppe vom Alter her, wer guckt am meisten deine Videos? Wahrscheinlich unter 18-Jährige. Ja, definitiv. Sicher, die meisten sind sicher. Aber ich habe auch viel Ältere dabei. Ja, ich auch teilweise. Aber auf jeden Fall ein ganzer Batzen, ein großes Stück vom Kuchen ist unter 18. Ja. Und ob die dann irgendwie mit ihren Eltern das geklärt kriegen, dass die einen monatlichen Betrag für ein Spiel bezahlen. Beziehungsweise, ich finde das auch irgendwie, wenn ich mir ein Spiel kaufe, dann möchte ich das einmal bezahlen, dann darf das von mir aus auch 60 Euro kosten, wenn es ein gutes Spiel ist. Aber dann nicht, weiß ich nicht, jeden Monat 20 oder so. Und dann ist alles weg, wenn man mal sagt, ich möchte ein Jahr nicht. Ich habe 5 Jahre meiner Spielzeit quasi WoW gespielt. In der Zeit habe ich mir, glaube ich, 2 andere Spiele gekauft, wenn es hochkommt. Aber sonst habe ich wirklich nur 5 Jahre im Monat diese 16 Euro oder 13 Euro gezahlt. Da habe ich mir schon viel Geld erspart, muss ich sagen. Aber wenn ich mir dort zumal im ersten Jahr ein Lifetime-Abo gekauft hätte, das hätte mir einmal, glaube ich, 150 Euro oder so gekostet. Dann hätte man nur mehr Geld erspart. Ich finde jetzt nicht so schlecht, so ein Abo-System. Wenn ich ein Spiel gern spiele, dann stört es mich nicht unbedingt, dass ich da jetzt im Monat zahle. Das Ding ist ganz einfach, dann würde ich aber gerne ein Free-to-Play haben, wo ich einfach für die Grundsoftware nichts zahlen muss. Das ist gerade bei mir bei Herr der Ringe Online so. Das ist Free-to-Play, aber wie ich das mir gekauft habe, habe ich schon mal für das Spiel 50 Euro gezahlt und dann fürs erste dann nur mit 20 Euro ich oder so. Ich habe dir letztens den Flight X vorgeschlagen. Da hast du gesagt, das Free-to-Play-Ding. Es gibt dasselbe Spiel, obwohl man muss sagen, das ist extrem schlecht abgespackt geworden. Also da ist eigentlich nichts mehr vom alten Teil über. Der alte war mit Abstand der beste Flugsimulator, den ich kannte. Man sitzt im Cockpit von der 747 und kann jeden kleinen Schalter wirklich bewegen und der löst auch was aus. So kann man sich das vorstellen. Und okay. Das ist echt... Ich habe den hier liegen, ich glaube, der hat damals 60 Euro gekostet und der hat den Preis danach auch noch 2-3 Jahre lang gehalten. Und auf einmal ging der runter auf 10 und jetzt auf einmal Free-to-Play. Aber Free-to-Play, das ist auch nicht mehr damit vergleichbar. Das ist wirklich, die Engine genommen, die billigsten 3 Maschinen draufgepackt und dann als Free-to-Play rausgeballert. Das habe ich probiert und das war echt schlecht. Ich habe, letzte Fly-Simulator war glaube ich der 95er, was ich gespielt habe, dutzendmal. Das ist schon ewig her bei mir. Und der war sauschwer. Also das war ein Highlight, dass man da in die Luft gekommen ist, geschweige denn vom Landen. Also aber ich fand den echt cool. Also
das war auch der Grund, ich habe hier einen Joystick stehen. Ich muss leider sagen, ich habe es verliehen, das Spiel. Und ich habe es wieder gekriegt, aber der hat irgendwie die Anleitung verknüdelt. Ja, verloren, sage ich mal. Und darauf ist der Aktivierungscode. Und das ist extrem ärgerlich. Ich bin schon seit langem am Überlegen, ob ich irgendwann nicht mal den Aktivierungs-, also ob ich mir das nicht irgendwann nochmal, wenn ich das mal für 10 Euro sehe, nochmal hole. Weil ja, das ist einfach so ein Spiel. Es ist einfach der Flugsimulator, kann man echt sagen. Die Grafik ist jetzt nicht Bombe, beziehungsweise im Flugzeug, im Cockpit ist sie toll, aber man muss sich überlegen, es gab ein Update dafür, das hatte 80 GB. Wow. Dann war die ganze Welt mit HD-Texturen. Also die ganze Weltoberfläche. Normalerweise kannst du dir das so vorstellen, wenn du da fliegst auf normaler Reiseflughöhe, dann kommt dir alles so vor wie bei Google Earth von der Oberfläche her. Ja, ja. Und das gibt es dann halt auch noch in HD, sag ich mal. Lol, okay. 80 GB Patch, bist du deppert? Beziehungsweise Add-on, das war schon zum Kaufen. Okay. Das hat auch irgendwie nochmal genauso viel gekostet wie das Spiel. Aber das ist eine Software, mit der eine ganze Zeit lang, soweit ich weiß, auch die Lufthansa Piloten ausgebildet hat. Okay. Also, ich weiß nicht, ob ich da jetzt noch richtig informiert bin, aber soweit ich weiß, ist das so gewesen. Ich habe nur Gutes gehört, aber ich habe eben auf Steam noch an diesen neuen, diesen Free-to-Play probiert und das war unterirdisch. Ja, der ist Schrott. Der ist einfach nur so ein Leichtgewicht-Flugzeug, ne? Ja, bei dem anderen, da gab es auch geile Mods, da konntest du so Antonov 600 oder wie sie alle heißen, diese riesigen Maschinen, die mit den, weiß ich nicht, 8 Triebwerken und dann so bauchig, weißt du? Ah, die Antonov kenne ich, weil mein Papa arbeitet am Flughafen in Wien und der hat damals von dieser Maschine erzählt, das ist ja eine riesige, das ist ja Wahnsinn. Ich glaube, das ist auch so ziemlich das Größte, was es so gibt. Genau, die Antonov, was ich weiß, ist auch die größte Frachtmaschine, was es so gibt. Da kriegt man echt kranke Sachen rein. Die haben da Straßenbahnen und so transportiert und so weiter. Also das war ja nicht wirklich ein Problem jetzt für die Maschine. Und es macht sicher Spaß, ingame mit der zu fliegen. Aber da muss ich sagen, da würde ich schon gern eben so einen richtig krassen Joystick-Pad-Ding haben. Hast du das mal? Ja, ich habe schon sowas in die Richtung. Der ist jetzt nicht so hochwertig, aber der hat alle Funktionen. Okay. Es gibt ja auch welche, die kosten dann tief dreistellig, sage ich mal. Ja, ja. Aber ich habe jetzt einen, ich glaube, der hat 30 Euro gekostet. Der hat eigentlich dieselben Tasten. Also der hat auch so einen Schubregler und man kann die Rotation verändern, die Nase trimmen und eigentlich kann man alles machen. Nur das Ding ist halt aus Plastik und relativ billig verarbeitet. Mhm. Ansonsten muss ich aber echt sagen, kann ich den empfehlen. Wenn du da irgendwie mal was vorhast, dann kann ich dir mal einen Link dazu schicken. Der ist echt ganz ordentlich. Ich werde mir keine Bediengeräte kaufen. Ich habe mein Lenkrad, das war ein relativ schlechtes. Das war wirklich schlecht, weil das hat nur quasi 180 Grad in jede Richtung einschlagen können. Ja, das ist mies, ich weiß. Ich habe ja selber mal ein Lenkrad gehabt und dann gerade bei den günstigen, da ist dann so eine Art Gummizug drin, damit die wieder zurückgezogen werden und das fand ich, also das hatte ich bei meinen jetzt nicht mehr, aber das habe ich halt häufig gesehen, dass die das haben und das finde ich so und mies. Ich werde mir keins mehr kaufen. Allein deswegen, weil nur ein paar Landwirtschaftssimulator kennt man super damit spielen. Aber ja, fand ich jetzt gar nicht so super, muss ich sagen. Dann macht nur noch Abfahren Spaß. Ja, aber ich spiele auch nur mit Tastatur, obwohl ich einen Xbox-Controller da habe. Aber ich mag ich spiele mit dem Xbox-Controller. Ja, mache ich vielleicht auch wieder mal, ich habe es noch nicht so oft probiert. Aber ich mag das hin und her. Also so, es weiß ich jetzt gar nicht so genau, welche mit Kabel, Lenkräder und die muss man immer unter Anführungszeichen aufwendig hin und her. Ja, das ist mir damals auch immer aufgefallen. Ja. Ich habe meins ja umgetauscht, weil ja die Halterung kaputt war und dann das nach einer Woche oder so und das war relativ teuer. Ich würde mir aber mittlerweile, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist so das berühmteste Lenkrad, ein G27. Es ist extrem teuer. Also ja, das genau. Das ist cool. Der einzige Grund, warum ich mir das noch nicht geholt habe, weil mich der Preis so ein bisschen abschreckt. Wieso? Das G25 kriegst relativ billig, muss das ich sagen. Das G25 hat aber einen ziemlich lauten Motor. Ein Freund von mir hat das. Macht richtig Krach. Und man merkt einfach, dass das G27 ein bisschen durchdachter ist. Oder doch deutlich durchdachter. Das ist einfach die ausgereifte Version, sage ich mal. Okay. Also irgendwann werde ich es mir holen, aber ich weiß nicht, ich glaube, das kostet, glaube ich, im Moment 250 Euro oder so.
das sollte, also solange das über 200 Euro kostet, hole ich mir das auf keinen Fall. Ich möchte eher, dass da die Hälfte wäre ganz nett, aber das ist halt einfach auch ein Bomber. Das ist einfach. Aber das war dann wieder so ein Punkt, wo du sagen kannst, würdest du Geld verdienen auf YouTube, könntest du das von dem Geld kaufen. Es kommt ja auch quasi dann wieder, sicher ist was für die, aber im Endeffekt kommt es ja auch wieder im Let's Play zum Einsatz und für die Zuschauer. Genau. Aber irgendwie, ich weiß nicht, zum einen, ich kann auch ohne Monetarisierung leben, sage ich mal. Und zum anderen, ein bisschen finde ich Werbung auch manchmal störend. Deshalb lasse ich es erstmal noch. Irgendwann mache ich es bestimmt, aber erstmal nicht. Also, erst wenn es sich wirklich so lohnt, dass man sagen kann, ne, das kann man nicht mehr guten Gewissens ablehnen. Guten Gewissens. Ja, es war ja mal interessant. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Du hast jetzt schon relativ viel Views, aber du bist halt noch in kein Netzwerk. Das ist halt, ja. Ich glaube, ich habe so 2200, 2300 Views am Tag im Moment. Naja, ich glaube zwischen 2 und 3000 sind schon. Also mehr als 2300, was ich letztens gesehen habe. Aber ich muss mal den Part beenden, wir sind nämlich auch schon wieder leichte Überlänge. Ich stehe hier gerade an der Pommesbude. Du kannst dich ja mal eben durchtappen in den grünen. Dann kommen wir hier mal zum Grillstand. Ah, nice. Grillstation. Zeigen wir den mal. Ich war gerade unterwegs dahin zu den Feldern, zu denen wir noch kommen. Da steht da. Stiegel, da steht der Stiegelfass. Salzburger Stiegel. Cool. ich würde sagen, bis zum nächsten Part. Jo, tschüss. Tschüss.